Boah. Da ist der Preisknüller. Carsten Krombacher für satte 10,79 Euro. Ey, Harald, Alter. Wir machen Games. Spiele. Was willst du, du Ohio Pie? Ich hau dir gleich einen Puff oder eine Fresse, ja, wenn du nicht die Schnauze hältst. Okay, okay. Liebe Freunde, willkommen zu den Game News. Heute haben wir folgende Themen für euch. Die Top 3 Beziehungskiller-Spiele. Minecraft zu brutal für die Türkei. Und ESL Pro Series AD und hallo, Deutschlands beste Gamer. Minecraft. Laut einem Bericht soll ein Journalist der Ministerin für Familie und Soziales ihr verklickert haben, dass in Minecraft für das Töten von Figuren, unter anderem auch weibliche Figuren, Punkte erzielt werden. Die Frage, die wir uns jetzt stellen, ist, wie wird die Behörde darauf reagieren? Im Moment wird der Sache noch nachgegangen und im schlimmsten Fall könnte ein Verbot für Minecraft in der Türkei ausgesprochen werden. Im Vergleich zur Türkei ist das Spiel hier bei uns ab 12 Jahren freigegeben. Hä, warum sind dann so Call of Duty und Battlefield denn da erlaubt? Sind die da erlaubt? Das sind die Fragen, die man sich stellen wird. Warum wird das verboten, aber normale Shooter nicht? Mit Call of Duty oder Battlefield hat die Türkei keine Probleme. Aber sollte Minecraft bald verboten werden, denke ich, dass LittleBigPlanet und die Lego-Spiele auch bald auf dem Index landen. Zu hart für die Türkei. Fritz Bauklötze, Motherfucker. Was haltet ihr von der Sache, dass Minecraft vielleicht bald in der Türkei verboten wird? Schreibt uns mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Fliegen die Nudelhölzer wieder tief? Hängt der Haussegen schief? Dafür gibt's jetzt eine Patentlösung. Für Dichter. Die Internetseite gamenews.de hat jetzt ein Ranking veröffentlicht, welche Spiele die meisten Beziehungen beenden. Wer nicht den Mut hat, seine Freundin selber die Treppe runterzuschubsen... Für den hier die Top 3 Spiele, die die Beziehung am schnellsten beenden können. Auf Platz Nummer 3. Das Gefluche jedes MOBA-Spielers der League of Legends oder Dota mehr oder weniger mit über 100 Dezibel Lautstärke vor dem Computer spielt. Was ist das denn? Oh mein Gott, was ist geschehen? Die Community wird's verstehen, die Freundin in den meisten Fällen nicht. Auf Platz Nummer 2. Fangirls und Fanboys berühmter Spieleserien. Nacktposter von Lara Croft an der Wand und Actionfiguren aller Klassen, dann wird euch eure Freundin verlassen. Merket, das ist wichtig. Und ratet mal, welches Spiel auf Platz 1 ist. Genau. World of Warcraft. Yeah! Wer hätte es gedacht? Und die Moral von der Geschichte? Spielt diese Spiele nicht. Einige kennen sie vielleicht, die Elite Pro Series der ESL. Die jährliche berühmte Turnierreihe der eSports League wird nun offiziell umbenannt. Aus den EPS werden Deutschlands beste Gamer. Deutschlands beste Gamer, was, Alter? Was jetzt erstmal gar nicht so schlimm klingt, hat für einen Raunen in der Community gesorgt. Da die EPS-Turniere in verschiedenen Ländern stattfinden, hat man die Umbenennung einfach zur Unterscheidung dieser Turniere gemacht. Wie findet ihr das Ganze? Seid ihr selber in der ESL aktiv? Oder ist euch das einfach schnurzpiep egal? Wie dem auch sei, wir geben jetzt weiter zu unserem Korrespondenten Harald. Tag, ihr Heiwands! Ich bin wieder der Harald hier. Erstmal Prost, ne? Du hast doch schon warm, die Pisse hier. Na, ich habe heute was ganz Feines für euch hier. Ich war wieder beim Kaufpark und habe mal hier so ein Prospekt mitgenommen. Weil ich wollte euch mal sagen, was die hier wieder Feines im Angebot haben. Da haben wir zum einen hier den Schinkenkrustenbraten für 2,79 Euro, Leute. Ich werd verrückt, ja? Dann haben wir hier noch ein bisschen Gemüse, der Appels. Lecker, lecker, lecker. Ja, ein bisschen Joghurt, ein bisschen Eis, ne? Ja, und... Oh, da ist der Preisknüller. Der Preisknüller an Carsten Krombacher für satte 10,79 Euro. Ja, warum habe ich das denn gerade noch nicht gesehen, hä? Ey, Harald, Alter, wir machen Games, Spiele. Was willst du, du Ohio Pie? Ich hau dir gleich einen Puff oder eine Fresse, ja, wenn du nicht die Schnauze hältst. Okay. Ja, kommen wir zu den Spielen, ja? Wir haben hier von der Hampelbampel, ja? Die haben. Hampelbande. Hör mal, hab ich Banane gesagt, dass du Affe hier die Fresse aufreißt oder was? Halt deine Schnauze, kümmere dich um deinen Scheiß.
So, Hampel-Pampel hier. Ja, da kommen ein paar nette Spieler raus hier. Da kommen nette Spieler raus, die ihr euch runterladen könnt. Ja, ich sag euch mal hier, was jetzt da alles so erscheint. Also, wenn ihr noch 15 Mäuse in der Sparbuchse habt, dann könnt ihr euch folgende Spiele holen. Und zwar gibt es in dem Pack, da haben wir Hitman Absolution, Sleeping Dogs, Tomb Raider, Deus Ex, Murdered Thief, Kane & Lynch, alles was ihr wollt. Schlagt zu, solange ihr noch könnt. Und ich hol mir jetzt den Kasten, liebe Freunde. Ihr Pisser. Haut rein, ihr Ayopais. Ja, vielen Dank, Harald, für deinen super Kommentar diese Woche wieder und wir schalten jetzt zum Wetter. Ja, war auch mal schöner, ne? Dankeschön, Nick, fürs Wetter. Ja, und das war's auch wieder für heute von den Game News. Wir sehen uns nächste Woche Donnerstag wieder mit aktuellen Themen. Wenn's euch gefallen hat, dann lasst uns auch einen Daumen da oder ein Abo. Bis dahin, euer Buddy. Und Makatz.